Hey Leute, hier ist der Manu. Die Miri kommt heute und wir nehmen Schlagzeug auf. Und zwar mache ich ja so eine Bandvorstellung und von jedem ein Video aus meiner Band, damit die Leute die kennenlernen und so weiter. Jeder spielt ein bisschen was, erzählt was und promotet unser Konzert sozusagen. Und heute ist die Miri dran und wir versuchen Schlagzeugvideo zu machen, was ziemlich schwer ist eigentlich, weil Punkt 1 brauchst du viel Platz, dass es eigentlich ganz geil ausschaut, ja, dass das Kit eigentlich drauf ist und so weiter. Was wir nicht machen können, ist von vorne so das komplette Kit und sie drauf haben. Wir stellen das quer in den Aufnahmeraum. Das heißt, wir machen von der Seite, wenn sie spielt, dann auf den Fuß. Also eine Cam auf den Fuß, dann die andere machen wir mit einer Schiene. Und ja, mit der GoPro noch von oben haben wir so eine Vogelperspektive, das sollte ganz geil werden. Ich bin richtig gespannt, ob wir das gut hinbekommen. Und ja, viel Spaß jetzt beim Video. Peace! Zwar sieht es hier so aus. Und wir machen ja ein Video, das heißt, sie hat es schon eingespielt. Das heißt, sie hört es auf Klick und spielt halt mit. Weil es für Schlagzeug einfach einfacher ist für so ein Video, als wenn wir da 1000 Takes improvisieren und so weiter. Deswegen, ich zeige euch mal mein Setup. Ich baue die Mics ungefähr so auf, wie sie es recorded hat. Und zwar SM57 auf der Snare, ein D112 AKG für die Kickdrum und hier habe ich meine Rode NT5 als Overhead. Da kommt die GoPro noch rein und hier als Raummikro das U87. Das ist ein bisschen Background-Ambiente. Und ja, dann haben wir noch für die Toms Clip-Mikros. Eigentlich ist mein Aufnahmeraum ziemlich klein, aber wir stellen das Schlagzeug so hin. Also sie sitzt hier und nicht da. Und dann werden wir einfach verschiedene Kamerawinkel testen. Sie sitzt also praktisch hier. Und ja, wir werden dann von jedem Winkel einmal den Durchgang machen und dann sieht es hoffentlich richtig geil aus am Ende. Und wie gesagt, das Ergebnis, ich kann ja dann nachher was einspielen, ich filme nachher noch, wenn wir dann aufnehmen und dann könnt ihr ein bisschen sehen, wie es dann aussieht. Bis später, peace! Puh, nach 2 Stunden aufbauen, sind wir soweit. Geil. Okay, kommt. We'll be right back.
kannst du das Ding kurz wegtun. Die leuchtet. Wir filmen mit einer. Manchmal muss es unkonventionell sein, damit es geil ausschaut. Und muss immer unkonventionell sein, damit es geil ausschaut. Was meinst du? Ich kann hier behind the scenes zeigen, wie es hier wirklich aussieht, weißt du? Nein! Und der Kabelsalat. Angefangen? Also um 2 ist sie gekommen, gell? Dann aufbauen und anfangen haben wir, glaube ich, um 4:30. Um 2 ist die Miri gekommen? 4:20. Jetzt? 5:45. Um 4, 1,5 Stunden ungefähr. 5 Stunden später, wir sind endlich beim Interview, haben alles gedreht. Und jetzt machen wir die Fotos. Und das Interview. Und dann sind wir fertig! Ja, nicht besonders. Das heißt, wir sind jetzt fertig, oder? Ja. Woo! Wir haben es geschafft. Geil! Und wie fühlst du dich? Super. Voll am Arsch, oder? Voll am Arsch, ja. Ich auch. Jetzt können wir schauen, wann haben wir angefangen? Also um 2 warst du hier und jetzt ist es? 2:10 bist du gekommen und jetzt ist es? 6:06. Boah. Heftig. Der längste bis jetzt. Thank you.